You're my heart, you're my soul. Dieses Gefühl ist für uns beide neu. You're my heart. Oh la la. Neben unseren zahlreichen Jobs planen wir natürlich auch noch unsere Hochzeit mit viel, viel Hilfe und auch noch unseren Dachgeschossausbau. Nebenbei machen wir noch Instagram und drehen für Köln 5667 und ich versuche mein Mathe-Studium zu machen und du bist bei der Feuerwehr. Und neuerdings machen wir auch noch einen Motorradführerschein, das ist auch super. Ohlala. Wir haben uns gerade aneinander gebunden. Oh wow, wir haben eine Wohnung in Düsseldorf gekauft. Natürlich ist das krass und super cool, aber es war eher so, wir haben uns gerade aneinander gebunden. Wir haben uns beide ins Grundbuch eintragen lassen und also ich kann jetzt nicht einfach einen Sittich machen. Wir haben halt ins große Ganze so viel Vertrauen, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt ein Mensch. Und dieses Jahr werden wir heiraten. Da hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet. Oh, wer das? Die Leute vom Fernsehen. Hallo. Guck mal, Hund. Kollege. Kollege, wer ist da? Hm? Haben wir Besuch? Wer ist da? Wer ist da? Ja, kommt gerne rein, Freunde. Ne? Wir haben schon eine Tasse Kaffee aufgesetzt. Natürlich haben wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, mit der Hochzeit ins Fernsehen zu gehen. Man sieht was von unserer Heimat, was uns ausmacht. Und das nicht nur, ich erzähle das, sondern man sieht auch Bilder dazu. Wir finden das so spannend, dieses Projekt, dass wir gesagt haben, nee, komm, die Ängste legen wir mal beiseite. Wir haben voll Spaß daran, den Leuten mal zu zeigen, wie ticken wir denn wirklich. Da sind wir nicht verstellt, da gehen wir nicht vor, ihm wer zu sein, sondern sind dann wirklich Carolina und Daniel. Nicht nur Marc und Julia. Ja, wie ihr seht, ist es hier gerade so ein bisschen, hier steht was rum, hier ist so ein bisschen Baustelle. Das liegt nicht daran, dass wir unordentliche Menschen sind, also zumindest nicht beide. Was? Nein, ich bin ein Perfektionist. Das ist der Unterschied. Genau. Entweder ich bin komplett Katastrophe oder ganz pingelig. Die schlimmste Ausrede, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ich bin unordentlich, weil ich ein Perfektionist bin. Ja, aber das ist wahr. Ich habe viele Macken. Nee. Und er kann mit mir umgehen. Ich kann es nicht sagen. Also bin ich die Spachtelmasse quasi. Oder? Du weißt, ich kann es nicht. Der Fugenfüller. Du weißt einfach, du bleibst einfach ruhig, du regst dich nicht über meine Fehler auf. Das ist das Ding. Ich glaube, er hat sie akzeptiert. Ich hab sie ja. Ja, ich sag oft ja. Wir hatten uns ja dazu entschlossen, irgendwann mal eine Immobilie zu kaufen. Wir sind aus 14 Quadratmeter in 80 rein. Und deswegen haben wir nicht genug Platz für unsere Sachen. Zudem wird das Dachgeschoss auch ausgebaut. Ja, da kommt noch eine Klimaanlage rein, weil wir haben natürlich jetzt im Mai haben wir die Wohnung gekauft, 2021, und haben dann direkt diese 3 Tage 40 Grad und dann waren hier drin 50 Grad. Ja, das ist die Küche hier. Die war schon drin. Die war schon drin? Die war schon drin. Die nehmen wir auch erstmal so mit, haben wir uns gedacht, weil da können wir Kohle sparen. Hier, das ist auf jeden Fall eins der größeren Projekte, die wir vorhaben, ne? Muss man sich vorstellen. Hier kommt eine schöne große Tür rein und dann wird hier mal schöne Dachterrasse drauf gezimmert. Genau, das Problem ist nur, entweder wir müssen das Dach von den Nachbarn runtersetzen oder wir müssen die ganze Gaube aufmachen und hochsetzen. Also, das wird lustig. Ja, ja, aber... Ja, ja. Kein Problem. Wir haben jetzt ja auch eigentlich relativ schnell finanziell ja auch so gelebt wie in einer Ehe, ne? Also wir hatten nicht mehr, also klar, jeder hat irgendwie noch, hatte sein Konto, jetzt haben wir auch mal ein gemeinsames Konto. Ich weiß, es ist riskant, dafür ist ja sogar die Ehe gedacht, ne? Dass das halt das so regelt, weil quasi alle Einkünfte gehen in einen Pott, so leben wir ja eigentlich schon die ganze Zeit. Wir haben halt ins große Ganze so viel Vertrauen, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt ein Mensch. Ja. So. Sie. Warte. Ist das so oder nicht? Das hat er schön gesagt. Ach so. Ja. Der merkt gar nicht, wenn er was Süßes sagt. Er sagt immer, ich bin kein Romantiker, ich kann sowas nicht. Mein Herz ist aus Stein. Und dann kommt sowas. Aus Stahl. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. Gut, also erstmal für die, die es hören, die Maurers sind oben.
Ja, schlafen tun wir aktuell in unserem Kinderzimmer. Also nicht in, nicht in unserem Kinderzimmer. Das heißt ja, in dem Zukunfts... Wir haben es Kinderzimmer genannt. Ja, gut, dass du das... Du hast es Kinderzimmer genannt. Dass das Zimmer Kinderzimmer heißt, hat den Grund, dass es dann in Zukunft mal eventuell ein Kinderzimmer wird. Weil das ist jetzt... Im Moment schlafen wir da drin. Aber wenn der Ausbau oben fertig ist, dann schlafen wir oben. Und dann ist das für mich unten das Kinderzimmer. Oder nicht? Ich glaube, du freust dich schon. Ich freue mich schon. Das ist es halt. Die Entscheidung, dass wir eine Familie gründen wollen, eines Tages, die steht fest. Die Rahmenbedingungen sind noch nicht ganz klar, aber... Also wir wissen nicht wann. Genau. Und so. Ist aber egal, ich habe ja sogar den Namen unserer Tochter schon. Die wir noch nicht verraten. Ich habe es mit 18 entschieden. Ja, aber wir hätten schon einen Mädchennamen und auch einen Jungennamen. Ja. Habt ihr alle einen Sturzhelm auf? Weil bei uns wird Sicherheit nämlich groß geschrieben auf der Baustelle. Ich bin nämlich so weit wie der Vorarbeiter hier. Ja, das Sagen habe ich auf der Baustelle. Ich bin der Baumeister. Also natürlich, auf dem Blatt Papier ist wer anders der Baumeister, weil ich kein Baumeister bin, aber... Vom Gefühl her bin ich der Baumeister. Wenn man den Aufstieg geschafft hat, ne? Die Treppe ist von 1914, die wollen wir uns entlasten, dann ist man hier oben in unserem zukünftigen Schlaf-, Bade-, Hotelzimmer. Ich kümmere mich hier, also ich frage mal, wie es den Jungs geht. Ne? Groß selber machen, tun wir halt hier viel. Das ist halt ein sehr altes Gebäude. Außerdem habe ich nur Schlosser gelernt und nicht Maurer oder Dachdecker. Deswegen lassen wir das machen. Ja. Und nach Feierabend gehe ich hier hoch und erzähle ihr dann, was die Jungs wieder geschafft haben. Ja, gut. Ja, ich mache den Papierkram. Ich sitze im Hintergrund am PC, ne? Und mache mit... Hier und Formulare und Akten versenden. Also ich kümmere mich, ne? Ich bin ehrlich, bei dem Thema Finanzen, da habe ich keine Ahnung von. Und da muss ich sagen, da ergänzen wir uns ja gut. Das kann Kauern perfekt. Hier ist Caro. Ihr seid bei mir zu Hause. Und ich studiere Mathematik. Ich habe 7 Jahre lang Nachhilfe gegeben und dachte mir, ich könnte ein bisschen von meiner Erfahrung euch weitergeben. Beispiel 2x plus 3x minus 4. Ich habe 2010 Abi gemacht und dann habe ich mein Studium begonnen, Mathe. Aber ich komme nicht so richtig dazu. Darunter leide ich ein bisschen, weil es mir fehlt. Ne? Jetzt auch gerade so die letzten Tage. Er kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Niemand kann das nachvollziehen, Schatz. Was bei mir falsch läuft, das gleicht sie halt gut aus. Das passt sehr harmonisch. Wir sind wie so ein, verstehst du? Warte so. Zahnrad. Wollen wir beide mal? Warte. Zack, 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 zack. Achso. Auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, stimmt, das machen wir immer. Hier ist alles ein bisschen reingequetscht, weil oben wird halt unser Schlafzimmer. Wir haben gesagt, zur Hochzeit ist halt alles fertig hier. Ja, ich glaube nicht dran. Ja, deswegen sieht es jetzt hier so aus, wie es aussieht, weil uns fehlt natürlich auch noch ein Kleiderschrank und diverses anderes. Manche sagen ja, wie könnt ihr das denn? Ihr wohnt zusammen, ihr arbeitet zusammen. Das klappt super. Ich glaube halt wirklich auch nur, weil das halt einfach mein bester Freund war und ist. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das habe ich von Daniels Mama bekommen. Oh, wie süß. Schöner Pulli. Den würdest du heute auf einem Retro-Markt für richtig Knete verkaufen. Gott, guck dir das an. Also, ich hab das Problem, kennt ihr, wie heißt dieser Ausdruck, wenn du so Mutteraggression hast? Dieses, ich will dich essen. Das hast nur du. Nein, es gibt ganz viele, die das haben. Ja,
Aber man muss dazu sagen, er gehört auf jeden Fall zu den Männern, die halt mit dem Alter immer schöner werden. Das ist tatsächlich so. Du siehst jedes Jahr siehst du schöner. Ja, ist gut. Dass wir auf Mallorca heiraten, das hat sie sich ja ausgedacht. Also sie wollte unbedingt am Meer heiraten und am liebsten auf Mallorca. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann lass es doch machen. Gerade ist ein bisschen windig, wie man vielleicht erkennen kann, und es regnet sehr stark. Da wirkt das jetzt tatsächlich etwas anders wie im Sommer. Man braucht halt viel Vorstellungskraft.